herzlich willkommen wieder bei Shisha TV, wieder mit mir Dominik und heute seht ihr, ja richtig, nichts, außer das Devil Smoke Mundstück. Bevor ich wieder das Licht anmache, wollte ich euch ganz kurz noch was Lustiges an dem Mundstück zeigen. Es leuchtet, ja. Das habt ihr sicherlich schon gesehen und das Ganze leuchtet sogar noch stärker, beziehungsweise ihr könnt gezielt es zum Leuchten bringen, wenn ihr quasi einen Punkt besonders, ja, beleuchtet, sag ich mal. So, das sollte kurz genügen, um euch das zu zeigen. Ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen, aber hier in dem Bereich ist es jetzt extrem hell, sag ich mal. Und dadurch könnt ihr auch Muster in das Mundstück machen. Aber mehr würde ich euch natürlich zeigen oder erklären, wenn es nicht wieder anders. Also, bis gleich. Da bin ich wieder. Also, wie ihr sehen konntet, leuchtet es extrem hell. Ich werde euch jetzt während dem Video auch einfach hier, quasi in dem Bereich, einfach auch mal ein paar Bilder einblenden, was ihr quasi daraus machen könnt. Ihr könnt auch spezielle Teile des Mundstückes einfach nur beleuchten. Beispielsweise nur oben in dem Bereich und dann leuchtet es da eben extrem hell. Durch mein Kameralicht und generell dem Licht hier sieht man das Ganze jetzt leider nicht mehr so. Aber dadurch könnt ihr es sehen, wie es jetzt eigentlich im Ursprung ist. Es ist eine Flüssigkeit drin, beziehungsweise eine sehr feste Flüssigkeit, die Devil Smoke sich machen lassen hat für die leuchtenden Mundstücke. Und was ganz wichtig ist, weil viele denken sich, ja gut, dass, wenn es leuchtet, wird es bestimmt auch chemisch sein und dadurch auch, ja, irgendwie gefährdend. Nein, es ist vollkommen unbedenklich zu nutzen. Das Ganze wurde mir auch so erklärt vom Hersteller, dass quasi, es gibt hier beispielsweise, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber es gibt das auf jeden Fall, habe ich auch schon mal gesehen, leuchtende Schnuller. Ja, ihr habt richtig gehört, Schnuller, die man im Licht auflädt und dann leuchten die einfach. Und genauso funktioniert quasi diese Masse hier in dem Mundstück. Außerdem tritt die Flüssigkeit nirgendwo aus. Ihr habt nirgendwo einen Pfropfen, wo ihr aufmachen könnt und es rauslaufen lassen könnt. Was bei manchen Mundstücken zu sehen ist, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ist, dass Lufteinschließungen mit drin sind. Das lässt sich leider nicht vermeiden, laut dem Hersteller. Und somit habt ihr quasi auch immer ein individuelles Mundstück. Kann man natürlich negativ oder positiv sehen. Und viele sagen, ah, da habe ich jetzt beispielsweise Luft drin. Ich sehe es aber auch wiederum so, so ist das Mundstück speziell quasi, ne? Also jedes Mundstück ist ein bisschen anders durch die Lufteinschließung. Und ja, also deswegen ist es so der Stand der Dinge. Ansonsten haben wir hier unten die Verklebung, die löst sich allerdings gar nicht. Also die kann man wirklich dran ziehen und alles, da passiert gar nichts. Was mir gefällt ist, das seht ihr jetzt leider nicht, hier circa habt ihr alles Glas, also somit habt ihr einen langen Schaft, damit das Mundstück nicht einfach so abfällt. Ein Nachteil wiederum, wenn ihr es lange drauf habt und irgendwann geht es nicht mal richtig ab. Also ihr braucht hier deutlich länger, um das wieder abzukriegen. Aber ich denke mal, das ist gar kein Nachteil, wenn man eh immer nur ein Mundstück benutzt, ist es kein Problem. So, das Ganze lässt sich problemlos am Tageslicht aufleuchten, ne? Also bis zum Aufladen, sage ich mal. Somit könnt ihr das quasi einfach auf, ja, sag ich mal, wenn ihr ein Fenster habt mit einer einfachen, ja, Fensterbrett, sage ich mal, ne, dann könnt ihr es einfach drauflegen, wenn die Sonne drauf scheint, lädt sich das auf. Natürlich lädt sich das nur auf, wenn die Sonne drauf scheint speziell, und dadurch habt ihr dann quasi, wenn ihr jetzt das abends auch noch eine halbe Stunde, Stunde liegen lasst, ist es natürlich so, dass es dann nicht mehr so hell ist. Ich habe es extra nochmal aufgeladen fürs Video, sage ich dazu. Was ihr aber wie gesagt machen könnt, durch die Handy-Taschenlampe, sage ich mal, oder durch, wenn ihr eine kleine Taschenlampe habt, könnt ihr quasi auch Muster reinmalen, indem ihr die einfach länger beleuchtet. Und somit könnt ihr euer Mundstück auch immer unterschiedlich gestalten. Ich sehe es auf jeden Fall als ganz neue Sache auf dem Shisha-Markt. Ich bin froh, das vorstellen zu dürfen, auf jeden Fall. Und ich kann es mir auch gut in Shisha-Bars vorstellen. Gerade, es gibt viele Shisha-Bars, die sehr dunkel sind, damit auch sehr gemütlich und alles. Und da könnte sich sowas beispielsweise wirklich schön machen, wenn man dann einfach ein leuchtendes Mundstück hat. Ansonsten zum Preis. Erstmal rauche ich noch ein bisschen.
zum Preis. Es ist ca. 30 Euro festgesetzt. Allerdings, ja, festgesetzt kann man nicht sagen, ist bei jedem Online-Shop das unterschiedlich. Warum? Weil der Hersteller dem Online-Shop, dem Shop generell, die Möglichkeit lassen will, seine Preise zu machen. Bedeutet, ihr könnt es vielleicht mal für einen günstigen Preis kriegen, wenn es eine Aktion ist, sagen wir mal 25 Euro. Oder auch beim Shop, der vielleicht nur 2 Stück genommen hat, 3 Stück, 10 Stück, keine Ahnung warum, ne? Dann vielleicht mal für 35 Euro. Aber rund 30 Euro könnt ihr das Mundstück erwerben aus dem Hause Devil Smoke. Und es gibt auch schon viele Pläne für verschiedene Farben, aber auch für verschiedene Formen, wo das dann eingesetzt wird. Also das ist jetzt ein relativ kleines Mundstück. Die Länge insgesamt beträgt 280 mm. Dann Innendurchmesser haben wir 12 mm. Ja, ich spicke. Und Außendurchmesser haben wir insgesamt 22 mm. Also, es ist ein kleines Mundstück. Wer kleine Mundstücke mag, ist das auf jeden Fall super in Ordnung. Aber wie gesagt, wer eben längere Mundstücke mag oder so, da wird auch in Zukunft bestimmt noch was geben. Diese ganze Flüssigkeit ist ungefährlich, ganz wichtig nochmal. Ungefährlich, falls sie doch austreten sollte, sprich, ihr haut das Mundstück irgendwo dran oder es fällt auf den Boden. Ihr könnt es problemlos wegmachen. Wer doch Bedenken hat, kann das natürlich auch mit dem Handschuh wegmachen. Aber es wurde gesagt, dass auf jeden Fall es bedenkenlos ist. Man sollte es aber nicht irgendwie aufheben oder sonst was. Also ja, das ist ganz wichtig. Was mir noch ganz wichtig ist, euch zu sagen, das ist bitte auch wirklich sehr wichtig. Das Problem ist, es gibt keine Garantie für die generelle Laufzeit dieses Mundstückes. Also Laufzeit in dem Sinne vom Leuchten. Warum? Das Ganze ist so, wenn ihr das Mundstück in das Eisfach legt, dann kann es passieren, dass sich die Inhaltsstoffe von diesem Mundstück, also von dieser Flüssigkeit, trennen. Und dadurch kann dieses Leuchten nicht mehr in Zukunft gewährleistet werden. Somit ist es ganz wichtig, dass ihr das Mundstück niemals ins Eisfach legt. Das ist auch nur zu beachten. Ansonsten habt ihr viel Spaß mit dem Mundstück und es hält wunderbar lang. Insgesamt hat es gewesen 2 Jahre, 3 Jahre? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr lang. Also ihr habt da wirklich euer Spaß mit. Aber es kann natürlich, wie gesagt, mal passieren, wenn ihr es ins Eisfach tut oder so, dass es dann gar nicht mehr leuchtet. Außerdem ist es natürlich klar, wenn ihr es länger nicht mehr genutzt habt, dann wird es immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Wie ich das bekommen habe, war es beispielsweise komplett dunkel, weil es eben in der Verpackung war, ja, Licht, also ohne Licht eben, komplett dunkel und dadurch war es eben komplett aus. Ansonsten leuchtet das Mundstück ca. 3-4 Stunden, würde ich jetzt mal sagen, aber wie gesagt, es wird immer dunkler, Schritt für Schritt. Dieses extreme Leuchten, wenn ihr quasi jetzt im Raum seid, wie ich jetzt gerade, mit Licht und alles, kommt ihr nur hin, wenn ihr es wirklich frisch aufgeladen habt. Beispielsweise ich habe LED-Leisten und da habe ich das einfach unten drunter gelegt und dadurch wird es nochmal extrem hell. Also sprich, wenn ihr jetzt euch ein Shisha macht oder so, könnt ihr es einfach mal für eine halbe Stunde vorher unter der LED-Leiste oder so legen und danach habt ihr dann wirklich für eine Stunde auf jeden Fall ein helles Mundstück. Bringt aber nur wirklich eine hauptsächliche Geltung, wenn der Raum dunkel ist, ganz einfach. Es ist wie ähnlich bei Knicklichtern, da kennt ihr dasselbe, wenn der Raum hell ist, dann bringen die Knicklichter leider auch nichts. Ja? Deswegen erwartet bitte nicht, dass es jetzt hier wie ein Laserschwert leuchtet und es egal ist, ob hell oder dunkel. Nein, es ist dafür gedacht, wenn ihr quasi im Dunkeln raucht, dann ist es wirklich super schön hell. Also ich war selbst erstaunt, dass es so hell sein kann. Wer gerade wissen will, was ich rauche, ist Blue Mint. Ich habe mir mal wieder geholt, das ist so für mich der Klassiker, mit dem habe ich damals auch unter anderem angefangen. Den gibt es schon seit Jahren auf dem Markt und ist für mich auf jeden Fall leckerer Tabak. Kurze Anmerkung dazu, schmeckt schön nach Blaubeere mit einer leichten Minze im Abgang. Aber den kennt ihr wahrscheinlich schon, weil es einfach ein Klassiker unter den Tabaksorten ist von Alvar. Ja, ansonsten mit einem Butcher-Aufsatz, 3 Kokopalmkohlen und mit der Prolator-Shisha
und mit dem Dennis-Mundstück natürlich. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Finde ich übrigens auch ein Lob an euch auf jeden Fall. Finde ich schön, dass ihr in letzter Zeit viel kommentiert und alles. Finde ich schön. Und macht es weiterhin fleißig und wir sehen uns in der End. Ich dachte mir, nichts Passenderes als eine dunkle Endcard diesmal mit dem Devil Smoke Glow Mundstück. Schreibt mir einfach, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr zu dieser Folge diesmal fandet. Ob euch das gereicht hat an Informationen, ich denke auf jeden Fall. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder was euch interessiert. Wenn ich mal über was anderes eine Folge drehen soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Hier kommt ihr dann wahrscheinlich irgendwo kommt ihr dann zu den letzten Videos. Könnt ihr auch gerne mal da reinschauen. Und unten drunter, wie immer, seht ihr, wo ihr mich finden könnt. Einfach Shisha.tv eingeben, beispielsweise bei Instagram oder bei YouTube, seht ihr mich ja gerade hier, oder bei Facebook. Und dann findet ihr auch schon meine Seite und werdet immer auf aktuellen Dingen vorbereitet. Ja, würdest du sagen? Ja, stimmt. Und ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Beispielsweise habe ich gehört, dass es eventuell demnächst ein Gewinnspiel geben sollte. Und ich sage nur so viel. Eventuell gibt es demnächst hier sowas. Wenn ihr sowas haben wollt, möchtet oder pipapo, Schmitty, schöne Grüße, ist mir da eingefallen. Ich wollte nicht mehr nachmachen, aber kam jetzt einfach so. Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr sowas gewinnen möchtet. Dann wird demnächst vielleicht auch schon dieses Gewinnspiel stattfinden. Wahrscheinlich auf Facebook. Also denkt dran, Shisha.tv, Facebook. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, wunderschönen guten Rauch. Bis zur nächsten Folge. Thank you.